Das wird jetzt gleich sehr, sehr satisfying. Es ist so gut. Es ist so satisfying. Es ist so sehr. Jawohl. Ja, let's go. Noch mehr. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge von Craft Attack. Ich habe zwar ganz viel Sand abgebaut, muss den Sand aber jetzt irgendwie nochmal wiederfinden. Da ist auch noch einer, sehr gut. Ihr könnt gerne übrigens abonnieren, falls ihr den Channel noch nicht abonniert habt, denn ich bin wirklich immer noch ganz kurz vor den 150.000. Es wird immer knapper, mittlerweile fehlen nur noch 300 irgendwas. Also könnt ihr gerne voll machen, ich würde mich sehr freuen. Ich glaube, das war alles an Sand, oder? Ja, ich glaube, es sieht so aus. Also sieht so aus, als hätten wir alles an Sand mitgenommen, was irgendwie relevant war. Ganz kurze Werbung, am Samstag um 12 Uhr startet bei mir auf dem Twitch-Kanal ein Wanderstream. Ich werde zusammen mit Krokodil Andy wandern gehen. Es wird Wandercell ausstreamen, es wird absolut wild. Schaut da gerne vorbei, ich würde mich natürlich sehr freuen. Beim letzten Mal haben wir dieses Portal gebaut, die Verlinkung von dem Portal zu dem Portal da oben hergestellt und diese Insel angefangen zu bauen. Heute habe ich eine Nachricht von The Joecraft bekommen. Der schon wieder, ich weiß. Ah ja, der Joecraft schon wieder. Dass ein Babyküken auf meiner Insel ist. Was sagen Sie dazu? Statement. Vielen Dank. Nein, es geht im Prinzip, da ist er gleichzeitig weggegangen. Es geht darum, dass der Teleporter fertig ist. Also es gibt jetzt nicht nur den Teleporter zu Mad City, es gibt jetzt auch wieder den Teleporter zum Shopping District, genauso wie es in der letzten Staffel war. Gut, den Teleporter zum Shopping District braucht man nicht, wenn man so hier reinfliegt, aber das ist ja so ein, ich logge mich außen ein Teleporter, dafür ist es schon ziemlich praktisch. Und mein Plan ist jetzt einfach hinzugehen und den Traum fertig zu machen. Ich habe es hier versprochen, lieber früher als später, habe ich mir heute gedacht. Wir bauen heute das hier fertig, sprich, wir müssen, oh, hier ist gerade auch jemand durchgegangen, sprich, ich würde super gerne, das wird also aktiv genutzt. Ich würde super gerne, oh guck mal, da hat Jo das 1 zu 1 schon nachgebaut. Ist es auf derselben Höhe und alles? Jo hat das, glaube ich, exakt gespiegelt. Das muss ich überprüfen. Ja, aber ich möchte heute, wer ist denn das? Space, okay. Ich möchte heute den zweiten Gang bauen, den Gang nach da bauen. Hier alles mit Black Concrete vollballern. Hier diese Mittelinsel planen und das Portal hinten auf jeden Fall schon fertig machen, dass es zu Mad City geht. Und hallo, das Portal da hinten auf jeden Fall fertig machen. Das sieht irgendwie nicht ganz richtig aus, oder? Doch, ist richtig, niemand weiß es. Das Portal auch fertig machen. Ich weiß nicht, ob wir den ganzen Traum hier fertig bekommen, aber wir versuchen es auf jeden Fall. Und deswegen würde ich erstmal sagen, Black Concrete Timelapse, oder? Rein in die Timelapse. Nice sieht's aus. Ja, ich hoffe, euch hat die Timelapse gefallen. Was ihr so gar nicht mitbekommt, ist, dass wir wirklich sehr, sehr viel farmen mussten. Also wir mussten wirklich einige Tintenfische platt machen, sind dann rumgeschwommen bei mir an der Insel, haben die alle gekillt, alles auf entspannt, aber haben auch super viel Sand und so verbraucht. Schätzt mal, wie viel Concrete ich verbaut habe. Ich habe ja bis jetzt nur hier schwarzen Concrete verbaut. Nee, ich habe irgendwo anders noch, genau, in der U-Bahn. In der U-Bahn habe ich vielleicht auch, keine Ahnung, zwei kleine Wände schwarzen Concrete verbaut. Schätzt mal, wie viel schwarzen Concrete ich jetzt hierfür verbraucht habe. Ne, das ist hier alles, das ist hier oben alles, das ist hier unten fast alles. Also wir haben schon wirklich richtig viel rausgehauen. Schätzt mal, wir gehen rein in die Statistiken und gucken uns ganz kurz nach. Und zwar 2200 schwarzen Concrete. Also vielleicht 200 bei der U-Bahn. Das heißt, hier stecken schon 2000 Concrete drin. Das ist sehr viel Farmarbeit und das ist ja gar nicht in der Folge drin. Das ist ja alles rausgeschnitten. Deswegen wird die Folge heute vielleicht ein bisschen kürzer, eben weil wir jetzt schon 23 Uhr haben und ich bis jetzt das hier geschafft habe. Ich meine, wenn man so guckt, sieht es schon extrem geil aus. Also das da in der Mitte nicht. Aber wir haben schon viel geschafft. Wir haben hier schon wirklich eigentlich alles so mit schwarzem Concrete voll gemacht. Wenn ihr mal seht, das sind schon einige Blöcke, die wir hier voll gemacht haben. Wir müssen uns noch um das Lighting kümmern mit einem schwarzen Teppich dann irgendwann und Glowstone. Das machen wir noch. Aber im Prinzip soll das alles hier so das Portal sein und alles andere so schwarz und dunkel sein. Hier wird auch noch komplett schwarz zugebaut. Die Wand kann ich einreißen. Dahinter, also hier hinter ist jetzt Wasser, aber die Wände sind zwei dick. Dann mache ich die auch noch mit alles mit schwarzem Concrete. Hier alles mit schwarzem Concrete, sodass wir hier quasi
diese weiße Fläche haben, die ich auch nochmal ein bisschen schöner mache. Und dann hat man aber zu dem Weißen nur das mit dem schwarzen Concrete als Kontrast. Und ich glaube, das wird dann im Endeffekt super cool aussehen. Das hier unten müssen wir natürlich auch noch entsprechend schön machen. Wir haben gemerkt, dass das hier eins weiter raus war, also auf der anderen Seite. Ich glaube, hier wurde einfach eine Schicht mehr abgebaut. Ich glaube, das sollte tatsächlich nicht so lang sein. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie das Fischgrätenmuster immer gemacht ist. Ich glaube, hier müsste jetzt noch so einer hinkommen und dann zwei schräg und dann wieder so. Irgendwie sowas in der Richtung ist ja das Muster. Wir haben hier noch so schwebende Blöcke, die früher für so portalmäßig vorher standen. Das können wir alles mal wieder abreißen. Und so langsam aber sicher wird's doch. Die ganze Technik steht nämlich auch schon. Ich glaube, der Joecraft hat dazu heute auch eine Folge hochgeladen oder lädt noch hoch. Auf jeden Fall, die Technik funktioniert. Man kann sich auch von hier aus jetzt in den Shopping District porten und in Mud City porten. Das sind bis jetzt die einzigen beiden Portziele. Und Joe hat ja noch vor, dass man hier mit einer Wählscheibe andere Basen anrufen kann. Also quasi, man wählt eine Nummer und dann steht die Verbindung. Dann klickt man auf den Knopf und wird teleportiert. Das ist ja auch noch Sinn und Zweck der ganzen Anlage, dass man später Privatbasen hier anschließen kann. Jo und ich hatten übrigens noch eine Minecraft-Geschäftsidee, wie wir hier zusammen noch richtig Kohle absahen bei den anderen Teilnehmern, weil wir hier noch was anderes bauen wollten. Was ich jetzt vielleicht noch machen möchte, ist, ich will wenigstens das Mud City Portal weitermachen, denn da habe ich mir hier schon zwei Schulkerboxen platziert. Einmal Mud City und einmal Muff City, weil ich es falsch benannt habe. Und hier möchte ich auch nochmal auf jeden Fall ganz kurz hingehen, gucken, dass hier alles spawnproof ist. Und das hier quasi in sich geschlossen als eigenen Punkt haben. Es gab auch noch einige Leute von euch, die haben gesagt, hey, super cool, aber hier könntest du noch so blaue Blöcke dran machen, dass das wirklich so ein bisschen portalig aussieht. Und das will ich auch noch machen. Das heißt, ich will eigentlich blaues Terrakotta, also hellblaues Terrakotta, vielleicht ein bisschen dunkelblaues Terrakotta, hier so, dass es wirklich wie so ein Portalstrudel aussieht. Aber vorher machen wir im Hintergrund die Mud City, die Decke, boah, weiß ich nicht, ne? Die könnte man halt auch aus blauem Concrete machen, sodass es schön entspannt ist. Aber wie gesagt, erstmal Mud City, das Gebäude ein bisschen hochbauen. Die ganzen Kisten da werde ich mich noch ordentlich bedienen, denn da ist teilweise richtig guter Kram drin. Also das werde ich mir alles noch snacken. Guck mal, was hier drin ist, ne? Also hier ist noch, okay, jetzt hier, das ist ein schlechtes Beispiel. Aber hier, den Cobblestone kann ich gut gebrauchen. Das Enderside kann ich aber eigentlich auch aus jeder Insel, kann ich das Enderside auch gut gebrauchen. Ich habe Mousepeed installiert, dass das Sortieren ein bisschen einfacher. Also Cobblestone, Enderside kann ich alles mitnehmen. Ich habe mir hier schon ordentlich was rausgesnackt. Die Erde kann ich auch mitnehmen. Jo hat gesagt, ich kann das alles haben, ist scheißegal. Also das ist von der Aushöhlung dieser ganzen Geschichte hier. Ja, aber wie gesagt, erstmal mal City bauen. Das ist jetzt unser Plan. So, mittlerweile kann ich euch mal meine zweite Redstone-Maschine zeigen. Ich habe euch ja schon die erste Farm gezeigt. Und hier ist tatsächlich meine zweite Redstone-Maschine. Ist ein bisschen komplexer, aber wir müssen mal wieder viel Concrete umwandeln. Ich habe dann erstmal wieder 8 Stacks Sand geholt, 8 Stacks Gravel geholt und dann einen Stack von der blauen Farbe geholt. Und, ne, 4 Stacks Gravel, 4 Stacks Sand. So, und jetzt machen wir daraus 9 Stacks von dem hellblauen Concrete, den brauchen wir auch für Mud City. Ansonsten, ja, wir brauchen eigentlich noch diese Netherleuchten. Ich hoffe, ich habe sie noch irgendwo in irgendeiner Kiste. Davon braucht man nämlich auch noch 6 Stück, wenn nicht sogar mehr. Mehr wäre besser. Und dann steht dem Ganzen eigentlich nichts mehr im Wege. Warte mal, nee, guck mal. Also, wir haben schon wieder viel zu viel gefarmt. Die haben uns gerade mit RGB unterhalten, das war auch ein nettes Gespräch. Schaut gerne mal in den Livestream rein, ne? Also in die Livestreams auf meinem Twitch-Kanal, twitch.tv/schlimm. Da haben wir auch immer viel Live-Action und quatschen mit anderen Leuten ein bisschen mehr. Ich versuche das immer in die Videos reinzuschneiden, geht nicht immer. Auf jeden Fall bauen wir weiter ab und ich würde sagen, wir switchen von hier direkt runter zu dem Mud City Fake mit einer Timelapse. Nachts und weiter geht's mit der wilden Folge. Aber ich würde sagen, wir haben für heute auch richtig viel geschafft. Das alles hier komplett schwarz. Wenn man so hier steht, könnte man fast glauben, es ist schon... Also, eigentlich nicht. Das ist noch nicht fertig. Wenn man so hier steht, könnte man... Okay, das auch noch nicht. Aber wir haben schon wirklich viel gemacht. Also, wir haben hier das komplette Portal fertig. Und wie cool sieht Mud City bitte hier drin aus? Klar haben wir hier eine Wand, aber irgendwie muss das sein. Ich glaube, ich mache tatsächlich hier noch so ein blaues und dunkelblaues Steine-Konsortium
Und dann noch mit blauem Glas, sodass es wirklich so ein bisschen strudelmäßig aussieht wie ein Portal. Das finde ich tatsächlich ziemlich cool. Ja, hier ist natürlich alles leer und hier kann man nirgendwo rein. Auch hier kann man nirgendwo rein. Da ist einfach nichts. Das Einzige, was man hier machen kann, ist hier oben hochgehen, wenn man das Ganze mal irgendwie so von hinten accessen will. Also wenn man mal in den hinteren Bereich gehen will. Hier stehen die Kisten, die habe ich hierhin umgemoved. Von hier kann man auch noch hier reingucken, so whatever. Das machen wir auch irgendwann zu. Also wenn man irgendwann mal hier hinten rein will, hier kommt man auch an die Redstone-Schaltung. Und man kommt auch noch, wie früher auch, hier in der Ecke zur Redstone-Schaltung, indem man einfach hier runter geht und dann hat man hier den ganz normalen Weg, zack, und man ist bei der Redstone-Schaltung. Aber ansonsten ist hier in Mud City, ich habe gerade noch einen kleinen Fehler gesehen, haben wir noch Blöcke? Ja, wir haben noch, können wir den da theoretisch noch hinsetzen? Bam, so fällt sich auf, egal. Naja, es ist ja wirklich nicht so wichtig, wie es da in der Ecke aussieht. Es geht sich ja hauptsächlich darum, dass es von hier aus cool aussieht und das tut's auf jeden Fall. Ich finde, da kann man direkt Mud City erkennen, alles klar, hier geht's nach Mud City. Du gehst auf das Portal und dann bist du in Mud City. Das ist einfach cool. Ich möchte mit euch jetzt noch den letzten Gang wagen. Einmal rein. Wir klicken auf unseren Spieler Nummer 6. Das bin ich. Ich habe mich genommen. Ich habe Nummer 6 genommen. By the way, wenn man hier runter geht, ist das am nächsten an der Treppe. So, und dann sehen wir hier das Portal. Das Portal lädt. Das seht ihr am äußeren Rand. Und sobald der äußere Rand komplett gefüllt ist, können wir durchgehen. Wir werden dann natürlich hier noch so Soundeffekte haben. Jo, bastelt da sicherlich was. Zack. Portal ist gefüllt und jetzt gehen wir quasi straight up in Mud City und wir sind da. Zack, Mud City, es ist geisteskrank. Also Jo hat hier wirklich ganze Arbeit geleistet. Ich habe leider keine Enderperle mehr. Das ist ein bisschen belastend. Ich glaube, meine Ender-Chest dürfte ich noch eine haben. Also die Schaltung, die Jo hier gebaut hat, ist wirklich geisteskrank. Und wir waren halt gerade noch hier und jetzt haben wir uns bis hierhin teleportiert. Das ist schon cool. Und auch, dass man einfach sich ausloggen kann und wieder einloggen kann und dass man dann in diesem Portalraum ist, ist halt super praktisch. Also das ist wirklich ziemlich, ziemlich cool. Naja, anyway, wir packen unsere Enderperle noch da rein. Wir sehen hier in Mud City muss auch noch einiges getan werden. Also hier fehlt noch einiges. Dennoch möchte ich nochmal ganz kurz sagen, Samstag, 12 Uhr, nicht Sonntag, ich habe irgendwann mal Sonntag gesagt, Samstag, 12 Uhr, findet der Wanderstream statt. Seid auf jeden Fall mit dabei in Real Life Wanderstream mit Kroko zusammen. Es wird toll. Und irgendwann machen wir hier nochmal ordentlich Mud City, denn ja, hier fehlt noch ein bisschen was. Unser Gebäude hier von der Seite, RGBs Tower, Flockes Tower, den ich bauen wollte, RGBs Tower, müssen wir noch gucken. Vielleicht baut RGB den auch weiter. Sehen wir dann, aber ja, da fehlt noch ein bisschen was. Vielen Dank fürs Zuschauen, lasst gerne ein Like da und wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein, bis dann. Ciao.